Ja, die Pizza, die gehört international, aber natürlich auch national zu den beliebtesten Gerichten. In Italien, da ist es vor allem die Pizza Margherita, die auf Platz Nummer 1 ist. Und wir haben uns auch angeschaut, wie viel Pizza konsumieren die Italiener eigentlich? Die konsumieren ganze 5 Kilo im Durchschnitt pro Jahr. International, da sind das auf jeden Fall viel, viel größere Mengen. Ganze 30 Milliarden Pizzas werden international pro Jahr gegessen. Und von der Pizza, da hat auch der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp probiert. Und zwar im Jesolo-Urlaub. Dort hat er einen Post gestartet und in den sozialen Netzwerken vermerkt, dass er nun eine politisch inkorrekte Pizza Kolonial essen würde. Die Pizza Kolonial, das ist eigentlich die Pizza Hawaii. Man kennt es mit einer Ananas darauf. Das hat für großen Wirbel gesorgt und auch noch der zusätzliche Nachtrag vom Post, der war ebenfalls sehr stark kritisiert worden. Dort schreibt Nepp, wenn die Welt noch in Ordnung ist, ist die Debatte um den Geschmack von Ananas auf einer Pizza größer als um imperialistische Kolonialisierung. Nepp spielt damit auf die Debatte rund um das Thema kulturelle Aneignung an. Kulturelle Aneignung, das wäre, wenn sich jemand aus einer fremden Kultur bedient, sich diesem Element ermächtigt, das kommerzialisiert und dann entsprechend auch aus dem Zusammenhang reißt. Das sorgt für große Debatten. Erst vor kurzem gab es in Bern ein Konzert. Dort haben Musiker in diesem Konzert mit Dreadlocks an den Haaren gespielt und auch jamaikanische Musik wurde gespielt. Da gab es große Kritik von Seiten der Besucher, dass das eigentlich nicht gehen würde, wenn man nicht tatsächlich aus dieser Kultur stammt. Davon betroffen war auch der österreichische Musiker Mario Batzek und die Musikerin Ronja Malzahn. Beide hatten Dreadlocks getragen. Die Debatte rund um die kulturelle Aneignung, die kennen wir aber auch rund um die Winnetou-Bücher. Der Ravensburger Verlag hatte zuletzt ja Winnetou-Bücher aus dem Verkauf genommen, denn der Vorwurf, rassistisch zu handeln, der war hier im Vordergrund. Die FPÖ Steiermark, die hat prompt auch auf die Winnetou-Debatte reagiert und hat ein Winnetou-Gewinnspiel eingeführt.